Ey, was machen wir jetzt, Chat? Jetzt bin ich wirklich in der glimpflichen Situation, dass ich weiß, was ich machen soll. Sollen wir einfach was anschauen? Komm, wir schauen uns nochmal das Video von Ron an. So, ich hab's noch nicht ganz gesehen. 4 Minuten, Bro. Das will ich jetzt sehen, so komplett. Ladies and Gentlemen, sehr spontanes Video hier an dieser Stelle aus dem Office bei mir. Ein paar Blattvlog schauen wir auch. In 4 Tagen ist es soweit. In 3 oder 4 Tagen sind wir schon... Bro, seine Haare sind so lang. Ich hab neulich ein Bild gesehen, ich schwöre. Er ist nicht mehr... Ja, hat er schon selber gesagt in der Story. Er ist nicht mehr Robert... wie? Geissen? Geiss? Er ist fucking Karl Lagerfeld. Mit Marc Eggers, mit Iratz TV, mit Nickerson und natürlich auch mit dem Trainer himself, Tim Gabel. Ich dachte mir, wir schmeißen mal eben die Kamera an und ich mache hier nochmal so einen kleinen Real Talk irgendwie auf meinem Kanal. Ist voll krass, wie das sich so meine Person... Bro! Oha! Einfach, das war Robert Geiss, okay. Geil, also Gänsehaut gerade, die Flasche ist einfach weg. Hat. Und wenn ihr mich trefft, bin ich auch immer so relativ glücklich, dass trotz der ganzen Feierei und da ist auch wenig Content, wo ihr was von mir lernt, aber trotzdem seid ihr immer sehr lieb zu mir. Meiner Meinung nach habe ich irgendwie in Deutschland vor allem die ganze Feierei durchgespielt. Irgendwie habe ich dann auch so immer weniger Bock auf YouTube gehabt und letztendlich ist mir dann auch aufgefallen, dass ich irgendwann mal schon doch eine... Ach, die Cam? Ja, ist auch nicht so wichtig, war nur ein Cut, so. Die Flasche war einmal hier. Real Talk irgendwie auf meinem Kanal. Ist voll krass, wie das sich so meine Person alles... Irgendwie habe ich dann auch so immer weniger Bock auf YouTube gehabt und letztendlich ist mir dann auch aufgefallen, dass ich irgendwann mal schon doch eine 5-Raum-Wohnung am Kurfürstendamm in Berlin versoffen habe. In nicht allzu langer Zeit. Bro, safe. 100%. Vor allem halt dieses dumm versoffen, was aber jeder gesagt hat, Bro, weißt du, 10.000 Euro für Champagner an einem Abend oder so, oder 5.000 Euro Champagner an einem Abend, das ist insane, Mann. Das hat dann auch irgendwann mein Papa mitbekommen. Kennt ihr die Szene bei Wolf of Wall Street? 47.000 Euro für Beilagen, ungefähr so ist mein Vater ausgerastet. Ich habe halt so gecheckt, okay, das war doch einigermaßen viel. Wie er zittert. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber es kann sein, das kann sein. Kann ehrlich sein. Aber wenn es wirklich der Fall ist, dass es ihm gesundheitlich so geht, dann ist es sehr gut, dass man den Cut sieht. Dann kommt der saubere Oktober auf jeden Fall auch gut. Weißt du, was ich meine? Und ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich weniger privat feiern sehen. Aber Business Ron hat da eine Idee. Denn ich lasse jetzt einfach die Clubs für mich bezahlen. Und deswegen schaut immer mal wieder auf Instagram vorbei. 4.11. Weißt du jetzt schon mal, bin ich im Go-Park in Herford. Kommt gerne vorbei. Es ging ja gerade um den Sober Oktober und ich habe halt auch durch diese ganze Feierei und so weiter und so fort und durch diese ganze Reiserei auch irgendwie, keine Ahnung, die Liebe am Sport verloren und die OGs wissen, dass ich eigentlich aus dem Fitnessbereich komme und deswegen freue ich mich auch umso mehr auf die gemeinsame Zeit. Es geht einen ganzen Monat. Ich bin nur kurz bei der Venus, bin ich hier am Start, ich muss kurz nach Berlin fliegen, bin dann 4 Tage auf der Venus, da könnt ihr mich auch jeden Tag immer mal antreffen. Alles wird auch noch, denke ich mal, bei Instagram genau bekannt gegeben. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, mal wieder Sport zu machen, mal wieder nicht zu trinken. Wir haben bestimmt... ich weiß nicht. Hab da leider wenig Hoffnung. Ey, ich sag mal so. Ich schwöre, im Endeffekt muss er es sich nur selber beweisen. Ich sage so, wie es ist. Er muss es 100% nur für sich machen und für seine Gesundheit. Ich sag euch so, wie es ist. Ich würde ihm so krass unterstützen, wenn er mich anruft und sagt, ey, ich brauche deine Hilfe bei irgendwas. Ich würde ihm so krass helfen dabei, weil das so eine wichtige Entscheidung ist. Und ich hoffe auch, gerade wenn er sagt jetzt, okay, das ist irgendwie ungünstig pausiert. Weißt du, man denkt sich halt auch, okay, wenn jetzt am 4.11. die erste Clubshow ist im Go-Park in Herford, so würde da wieder anfangen zu trinken, weil das sind alles Sachen, wo er einfach for free trinken könnte, die dich wieder in diese Sucht oder in dieses Problem leiten können. Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Ich hoffe, dass er nicht mehr so viel Geld irgendwo in Bars ausgibt oder in Clubs für Alkohol, aber diese kostenfreien Geschichten, die f***en rein. Live gehen, Warzone zocken, ihr werdet mich auch vielleicht eskalieren sehen, weil ich kein Nikotin bekomme. Es wird, glaube ich, eine lustige Zeit. Und ich habe gelesen, unterm Podcast von Tim haben auch viele Leute philosophiert, wer so die krasseste Veränderung ablegen wird. Da ist so Nikos Name gefallen, da ist so Marc Eggers Name gefallen, aber wo ist denn eigentlich mein Name gefallen? Weil es liegt doch komplett auf der Hand, dass ich die krasseste Veränderung hinlegen werde. Null!
Null Ron. Er sagt, das liegt auf der Hand. Nein, Bro. Nein, ey, das ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, eine Woche kein Alkohol für Ron. Und das klingt krank. Das ist eine Woche kein Alkohol, es sollte Normalität sein, weißt du? Ich finde auch, früher wäre so mit 17, 18, 19 oder so, weißt du, als ich noch mehr so draußen war, vielleicht was anderes, aber weißt du, ich trinke Monate manchmal nicht. Ja. Bestimmt 2, 3 Monate, ohne dass es mir auffällt. Weißt du, das ist so das Ding. Beim Sober Oktober. Leute, ich komme da mit einem Sixpack raus. Ich wollte am Ende dieses Videos noch einmal ein sehr großes Dankeschön Ja, ein Monat geht. Der saubere Oktober geht einen Monat, ja. richten, weil egal in der Zeit, wo mich die Leute nicht geliebt haben, in der Zeit, wo mich die Leute geliebt haben, waren 2 Personen immer an meiner Seite. Und ich wollte einmal sagen, Dankeschön, Nico, dass du mich irgendwie nie aus den Augen verloren hast, obwohl ich ein sehr, sehr verrückter Typ bin und auch ab und zu mal andere Interessen vertrete wie du. Und Dankeschön, Pepe hinter der Kamera, der auch schon einige Krisensituationen mit mir überstanden hat, aber doch immer noch hier sitzt und dieses Video für mich dreht und schneidet. Ladies and Gentlemen, das wollte ich einmal loswerden. Ich freue mich auf den Sauber Oktober. Ich freue mich auf die Kommentare unter diesem Video. Die werde ich mir auch nochmal reinziehen. Dieses Video ist jetzt vorbei. Deswegen geht doch gerne jetzt auf Instagram und schreibt Inscope Nico auf Instagram, dass dieses Video nicht nur vorbei ist, sondern dass ich ihn auch sehr liebe. Und macht ihm bitte auch sehr, sehr bewusst, dass ich seinen Lieblingsduft aus LA mitnehme nach Barcelona und die ganze Bude damit vollsprühen werde. Auf Wiedersehen. Boah, ja, ich weiß nicht, ich hoffe da, ey, ich glaube, dass Ron auf jeden Fall eine schwere Zeit hat, Mann. Er hat wirklich eine schwere Zeit, aber ich sage euch so, wie es ist, zum Glück ist er da dafür, auch wenn Lazo auch nicht die beste Zeit hat mit Nico und mit Tim. Ich glaube, das sind mit die besten Leute, mit denen du unterwegs sein kannst, gerade wenn es dir so geht. Ich weiß nicht genau, wie es ihm geht, ich habe keine Ahnung, aber falls es ihm schlecht gehen sollte, bin ich froh, dass er schon mal mit denen ist, wisst ihr? Ich glaube, ihr kennt ja Nico und Tim auch schon eine Weile. Die werden den hoffentlich in einem Monat ganz gut auffangen. Plus, wenn er eigentlich dauerhaft mit denen unterwegs ist, sollte auch eigentlich so, wisst ihr, nicht der Gedanke so aufkommen, dass man halt mäßig cheatet. So, ne? Ich trinke jetzt einmal was, komm. Oder das Einzige, was so ein bisschen, Bro, die Venus macht mir so Sorgen, plus diese Clubshows, weißt du? Das macht mir ehrlich Gedanken. Aber Schluss mit Alk wäre zu schön. Also, es wäre krank. Wäre krank, überleg mal, so Ron jetzt zu sehen, was in einem Jahr passiert, wenn man keinen Alkohol trinkt. So, wir haben jetzt gesehen, was passiert mit einem, wenn man ein Jahr lang durchtrinkt. So, was passiert mit Ron, wenn er ein Jahr nicht trinkt? Das wäre krass, weißt du? Diese Entwicklung wieder zurück in dieses im fitter Dasein. Vielleicht, keine Ahnung, kreativer sein, ich weiß es nicht, irgendwas. Tim, bester Coach gefühlt in ganz Deutschland, ja, auf jeden. Aber auch, weil sich Tim immer Zeit nimmt.